Moin moin Leute, schön, dass ihr wieder reinschaltet hier bei mir auf den Kanal. Und ja, freut mich, dass ihr Bock habt auf das Video ATS Cruising USA. Wie ich im letzten Teil hier schon erwähnt habe, von hier aus geht es direkt wieder los. Und ja, ATS 2024, ich habe euch angedroht, ich werde was Neues machen und ein bisschen anders. Ja, das hier ist jetzt Part 2 der Tour. Die haben wir hier am Rastplatz aufgehört. Hier am Rastplatz startet es eben wieder. Das ist ganz einfach. Und ja, ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Wir wollen auf den Highway, wir wollen Kilometer machen oder Meilen. Ja, wir haben Abladezone in Kansas. Gestartet sind wir in Texas, genauer gesagt in Houston. Und ja, was kann ich Ihnen noch erzählen? Wie gesagt, es wird hier neue Playlist sein und Cruising USA soll einfach bedeuten, ich habe keine Lust mehr, ständig Breaks reinzuhauen, die Routen oder die Touren immer zu unterbrechen, mit Krampf zu versuchen, die Aufträge in eine Folge unterzubringen. Ja, das hier ist ein Auftrag mit über 700 Meilen und hätte ich es laufen lassen mit Breaks, hätte ich jetzt 200 Meilen davon gesehen und letzten Endes, ja, kann man machen, bin ich aber genauso doof. Ja. Also von daher, jetzt Choosing USA heißt eben, wir fahren. Ihr guckt mit zu, ihr lernt die Strecken alle mit soweit kennen, größtenteils. Und ja, wenn die Zeit um ist, stehen wir auf dem Parkplatz am Straßenrand. Raststätte, LKW-Hof, wenn wir ganz viel Pech haben, Polizeikontrolle. ja, und dann ist Part 1, 2, 3, 4 Ende und es geht im nächsten Part weiter. Ja. Das Einzige, wo ich mich ein bisschen zu hinreißen lasse, ist wahrscheinlich, wenn wir, oder wenn ich merke, wir kommen zu oft ins Dunkle, ja, dann könnte es passieren, dass ich sage, okay, wir halten an auf dem Rastplatz und ich gehe pennen und überspringen mit euch einfach die Zeit. Ja? Das könnte auch passieren. Ja? Aber dann seid ihr trotzdem, also ihr bleibt dran, ja? Ihr seid am Ball. Ne? Und ja. Ich muss tanken. Ich gucke gerade, ob ich hier irgendwo eine Tankstelle finde.
muss da runter. Fertig zum Losfahren. Fertig zum Losfahren. Helge, du bist doch manchmal. Also manchmal ist die Helge echt der Brüller, ne? Ja, fertig zum Losfahren. Wir sind schon seit 5 Minuten unterwegs, Helge. Guten Morgen. Hast du es ordentlich geschafft, ja? Vergiss Zähne putzen nicht. Junge, Junge, Junge. So, ich habe ein Zwischenziel gesetzt, einfach an der Tankstelle. Aber wir müssen tanken. Der alte Poltermann, der gönnt sich richtig. Und die gönnen sie auch gerade. Denn ich finde die Fehler jetzt zusammengeschoben. Aber Moment mal. Ich bin da vorne, muss ich jetzt rechts abbiegen. Alles klar. Ja, mach ich doch. Eierkopf. Und dann? Direkt links. Biege nach links ab. Boah. Wie cool das aussieht, ne? Hier die. Oh, hier, Alter. Fett geile Baustelle. Und hier. Alles so ein bisschen. Typisch USA, ich liebe das. Rechts halten und dann rechts abbiegen. So, wo ist denn jetzt hier? Okay. Also hier rechts abbiegen. Biege nach links ab. Okay. Hier geradeaus ist übrigens eine Filiale von uns. Ja. Aber die steuere ich nicht an. Wir könnten da auch tanken. Steuere ich aber nicht an. Sondern ach, das ist. Hä? Shit, hier ist nur die Werkstatt. Ich muss auf unsere Filiale fahren. Ah, das ist ärgerlich. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Okay. Ich weiß, dass das kein Problem ist, Helga. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Ich mach gar nichts jetzt hier. Du wirst gleich sehen, was ich mache. Genau, aufmachen da. So. Das mache ich. Und hier hast du deine Kehrtwende. Wäre nicht doof, ne? Neutral aus. Wir machen jetzt auch nur halb voll. Weil hier zahlen wir deutlich weniger. Das ist ein bisschen über halb voll, sorry. So, und dann geht es aber auch schon weiter. Direkt weiter. Lang. Dann müssen wir nach vorne wieder auf den
Flieger ein da. Oh, habt ihr das gesehen? Wie gefährlich, ey. Bitte links. Ja, ich halte mich links. Teile reingehauen. Geht sofort die Motorbremse los, ne? Habt ihr gesehen? Oder gehört, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir haben. Immer noch 192 Meilen. Es reißt nicht ab. Ja, wir fahren natürlich jetzt, ist dunkel, ne? Das lässt sich nicht verhindern. Bisschen Meilen müssen wir machen, Leute. Auch im Dunkeln. Jetzt, wo es dunkel ist, ich habe mal auf 60 Meilen jetzt erhöht, Tempomat. Glück haben sind nicht ganz so viele Cops unterwegs. Wir fahren geradeaus, ne? Ja. Ja, wie gesagt, das habe ich euch in der letzten Folge schon mal gefragt. Können wir gerne mal wieder so machen. Ich blende das unten rechts ein. Dann kann ich immer viel Außenkamera bleiben. Wir, also ihr und auch ich, sehen mehr von der Landschaft, wenn es hell ist. Ich bin Schwein, ne? I love it. Ja, Tour geht immer noch nach Kansas. Hat einer gefragt? Nein? Gut, ich habe trotzdem geantwortet. Und dann sind immer so diese Kinders. Habt ihr früher als Kinder auch alle gemacht? Wann sind wir da? Wie lange noch? Sind wir schon lange unterwegs? Herrlich, ne? Die Kollege überholt uns, ist auch völlig richtig so. Aber er bremst ab, ich weiß nicht warum. Und irgendwas zwingt mich auch abzubremsen. Achso, wir sind eingetaktet, 55 Meilen. Weil hier so ein, ich denke, das war so ein gefährlicher Knotenpunkt. Wo sind wir jetzt hier? Schade. Wir fahren jetzt über eine heftige Brücke. Und ihr seht das nicht, weil es arschdunkel draußen ist. Ich kann das verstehen. Und nächster Parkplatz ist unser. Da werden wir übernachten. Okay. Seid froh, dass wir nicht mit dem Schnee und Eis fahren. Ja? Und den Wintermod drin haben. Sein. Ja. Ich hoffe, wir können trotzdem darüber fahren. Obwohl es nicht danach aussieht. Doch können wir. Weil die das auch alle machen.
berechnen. Ach, Route neu berechnen, Schnickschnack. Hört doch mal ein Sammel, Helga. Und bleibt doch mal ganz entspannt und easy. Machen Sie eine Kehrtwende. Wir machen jetzt gar nichts. Wir machen jetzt Cookie, dass wir hier einen Parkplatz finden. Ach Junge, was ist mit dir denn nicht alright? Ja, die sind falsch aufgefahren. Der LKW-Fahrer, ja, ist richtig. Ich bin LKW-Fahrer. Merkst du was? Ah, kannst gern mit 40 Tonnen kuscheln kommen. Ich muss irgendwie da hier. Ach, die haben. Ach, ich hab doch nicht alle rückwärts eingeparkt, ey. Erzähl mir doch nicht hier nur eine Scheiße. Ja, wir parken jetzt ein, damit wir übernachten können. Der alte Sack schafft es immer noch einzuparken. Unglaublich. Tata, es werde Licht. Guten Morgen. Ja. Ups. Hab ich nicht gesehen. Wie gesagt, wie ist das mit dem Einblenden jetzt hier mit dem Navi? Wie gesagt, letzte Folge schon mal gefragt. Ist das okay für euch? Nicht okay? Biege nach links ab. Mist. Also jetzt gerade habe ich irgendwie keinen so guten Lauf. Leider Gottes, ja, hat es ein bisschen zu oft geknallt. Sorry, Vorsett. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen beeilen, Leute. Schon 20 Minuten Folge wieder. Na, ich habe gesagt, wenn es nicht wird, dann wird es den nächsten Part geben, ne? Also. Bitte links halten.
Ich ziehe das jetzt knallhart durch, ja. Also maximale Folgenlänge wird immer maximal wirklich 30 sein, ne? Und da geht auch kein Pipapo dran vorbei. Ja, so ist das, glaube ich, ganz, ganz nice. Ja? Vor allen Dingen, wir sehen unheimlich schöne Landschaften hier. Und wir lernen ein bisschen was von der USA kennen, ne? So, wir bremsen hier runter. Warum? Keiner weiß es. Oh doch, ich aber jetzt. Weil Ortschaft. Ja. Aber nicht lange. Da vorne müssen wir links. Oh cool. Immer geradeaus. Na ja, machen wir ja. Richtig schönes kleines Örtchen hier, ne? So typische USA. Überall die Parkplätze so schräg ran. Die Geschäfte, wo Einkaufsmöglichkeiten eben sind, ne? Und ja, mega geil. Ich feiere das. Das ist ja dieser US-Lifestyle, ne? Ich mag das. Aber ich mag nicht alles davon, ne? Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen, ne? Ich bin kein US-Fanatiker. Der sagt, oh geil, alles aus dem Land. Oh. Eieieiei. Das waren diese Stop-Kreuzungen. Ich glaube, da hat jede Seite Stoppschild, ne? Und dann, Scheiße. Bin ich voll rüber geheizt. Ah, okay. Hier haben wir noch sowas ähnliches. Nee, haben wir nicht. Doch, haben wir. Immer geradeaus. Ja, immer geradeaus. So, muss ich jetzt tatsächlich gewähren? Weil die haben ja auch Stopp. Always. Ja. Seht ihr das? Ne? Da sind nämlich auch Stoppschilder auf der anderen Seite. Also jede Fahrbahn hat da Stoppschild. Und geht dann rechts vor links? Ich weiß es gar nicht. Kennen die Amis rechts vor links? So, ich blende das mal wieder ein. Immer geradeaus. Hau bloß ab, ey. In dem Moment. Bin ich schneller, ne? Ja. Aber ich verzichte.
weil die KI mich sowieso nicht reingelassen hätte. Bitte rechts halten. Und dann gibt der Klügere nach, ne? Oh. Besoffen Don ist wieder unterwegs. Bitte rechts halten. Hm. War ich hier schon mal? Sieht fast so aus. Aber irgendwann muss ich hier mal lang gefahren sein. Immer geradeaus. Oh ja, wir sind über Rot gefahren, ne? Aber volle Pulle, Leute. Ja. Alles für euch. Damit wir das Ziel noch schaffen. 15 Meilen. Ja, 25 Minuten sind um. Immer geradeaus. Hält mich an meine eigenen Vorgaben nicht, ne? Nicht gut. Immer geradeaus. Don, du heizst jetzt aber mit Absicht. Ja, tue ich. Jetzt heizt sich mit Absicht. Vor allem in der 30-Meilen-Zone. Hat sie gesagt nach links? Egal, genauso besoffen wie ich. I don't think so. Cops sind genau neben uns. Biege nach rechts ab. So, da sind wir nämlich dann da. Hier endet es. Wo ist es? Und zwar schnell jetzt. Eieiei, haben wir ein Glück. Dass die Firma diesen Unfall an der Ladung nicht mitgekriegt hat. Okay. Cool. Ich sag vielen Dank fürs Reinschalten, vielen Dank fürs dabei sein. Das war Part 2 und Tour ist abgeschlossen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch da draußen alles Gute, bleibt gesund. Ich bin fort raus, euer Don. Ciao. Ciao.